10. Juli 1941. Dies wird ein anderer Krieg werden als alle zuvor. Es ist eine Lust vorzustoßen. Der Rausch der Geschwindigkeit. Immer weiter und weiter und weiter. 10. September 1941. In Kesselschlachten nehmen wir die Russen zu Hunderttausenden gefangen. Doch sie geben immer noch nicht auf. Kämpfen um jedes Haus. Die letzten Zuckungen eines Kolosses, der kurz davor steht zu fallen. Ich bin immer noch optimistisch, dass wir Weihnachten wieder zu Hause sein werden. Und doch, es ist ein anderer Krieg, als ich dachte. 7. Oktober 1941. Die Regenzeit hat begonnen. Es ist eine Sintflut, die alles zum Erliegen bringt und lähmt. Das Ende des Blitzkrieges. Als würde Gott sich von uns abwenden für all das Grauen, das wir mit uns führen. Vielleicht ist es auch nur die letzte Prüfung. Dezember 1941. 3 Meter hoher Schnee. 40 Grad unter Null. Wasser, das in Sekunden zu Eis gefriert. Der Sturm auf Moskau ist gescheitert. Und wir sind auf den Winter nicht vorbereitet. Wir haben uns in steinharten Boden gewühlt. So tief es nur geht. Wie Tiere in Höhlen, die Angst haben zu erfrieren. Nichts ist so geworden, wie wir dachten.